Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video zu Immortals Fenyx Rising. Neben den ganzen Herausforderungen und Rissen des Tartaros gibt es im Tal des ewigen Frühlings jede Menge verschiedene Truhen mit Waffen, Rüstungen, Skins und anderem nützlichen Kram. Heute kümmere ich mich um die epischen Truhen dieses Gebiets, die Fundorte und die Lösungen der Rätsel, um sie öffnen zu können. Insgesamt habe ich 16 epische Truhen im Tal des ewigen Frühlings gefunden, kann aber nicht ganz garantieren, dass mir nicht doch eine entwischt ist. Die erste epische Truhe befindet sich im Südosten des Gebiets am Ende eines Wasserfalls, ganz in der Nähe der Stelle, wo ihr auf der Hauptinsel angekommen seid. Dort findet ihr ein paar Gegner vor der versperrten Tür. Habt ihr sie erledigt, sucht ihr den versteckten Nebeneingang rechts der Tür im Felsen. Zerstört die bröckelige Mauer und aktiviert das Tastenfeld, um die Barriere zu entfernen. Jetzt ist der Weg frei, um von gegenüber mit Hilfe der Feuerschale die beiden Schalen neben dem Gitter zu entzünden. Jetzt könnt ihr die Kiste öffnen. Die nächste Kiste ist südwestlich der ersten, in der Nähe eines Granatapfelhains und der Eingang ist in den Felsen eingelassen. Habt ihr die Gegner davor besiegt, könnt ihr euch dem Rätsel widmen, denn um die Kiste öffnen zu können, müsst ihr erst eine Druckplatte ausreichend beschweren. Links der Druckplatte ist in einem dunklen Nebenraum hinter einem Gitter eine große Kiste versteckt. Rechts der Druckplatte verbirgt sich hinter ein paar Trümmern eine Zielscheibe. Schießt sie ab, öffnet das Tor, beschwert die Platte mit der Kiste und sammelt euren Loot ein. Die dritte epische Truhe ist ziemlich genau südlich der Halle der Götter und steht in einer kleinen Höhle, die von Gegnern bewacht wird. Die Höhle hat zwei Eingänge.
Ihr könnt den Nebeneingang nehmen, der von einer brüchigen Wand blockiert wird, aber dann kommt ihr nicht an die Ressourcen ran. Dafür müsst ihr die beiden Schalter betätigen, die vor dem Eingang versteckt sind. Ich, Trottel, hab den zweiten Schalter erst später gefunden. So oder so ist links oberhalb der noch verschlossenen Kiste eine Zielscheibe. Schießt ihr sie ab, öffnet sich das Gitter darunter, was einen großen Block freilegt, der wiederum auf die Druckplatte fällt und die Kiste aktiviert. Noch weiter südlich, in der Nähe der Arena der Standhaftigkeit, liegt die vierte epische Truhe in einem Hügel verborgen. Habt ihr die Gegner vor dem Eingang erledigt, müsst ihr nur noch die Druckplatte ausreichend beschweren und die Truhe gehört euch.
Östlich der Insel mit der Zuflucht des Eros, ganz in der Nähe des Freskos und des Kampfplatzes gegen den legendären Eber, der Adonis getötet hat, wartet die fünfte epische Truhe in einer Höhle hinter einer Statue. Entledigt euch der Gegner und holt euch einen Kohlkopf von der Statue beim Fresko. Weißt du, warum Rosen rot sind? Ich erfahr's bestimmt gleich. Nachdem Adonis von dem Eber tödlich... Weißt du, warum Veilchen blau sind? Weil sie die Luft anhielten, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Legt ihn auf das mittlere der drei Podeste, wie die anderen beiden auch schon mit Kohl belegt sind, und ihr kommt an eure begehrte Kiste. Auf der kleinen Insel, an der Nordspitze der Insel mit Eros Zuflucht, wartet die nächste epische Truhe auf euch. Um sie öffnen zu können, müsst ihr eine Druckplatte beschweren. Sie versteckt sich in dem kleinen Bootswrack am Strand. Ihr könnt dafür einen Stein nehmen oder, wenn ihr habt, den Phosphorklon. Seht von der kleinen Insel nach Nordosten zum Festland. Dort ist eine Ruine mit ein paar Gegnern und der siebten epischen Truhe.
Sind die Gegner beseitigt, müsst ihr nacheinander die drei Hebel betätigen und anschließend auf die jeweilige Zielscheibe schießen. Und schon könnt ihr die Truhe öffnen. Gleich nördlich der Halle der Götter findet ihr die achte Truhe in einer Ruine. Ihr müsst dort zuallererst die Gegner eliminieren und dann die runde Plattform ausfindig machen, die euch den Ausgangspunkt für Aufgaben mit dem Bogen markieren. Wenn ihr euch darauf stellt, werdet ihr sehen, dass zwei Barrieren in der Ruine verschwinden. Hinter der linken Barriere verbirgt sich eine Zielscheibe, die ihr abschießen müsst. Hinter der anderen Barriere steht eine Schale, die ihr mit einem Feuerpfeil entzünden müsst. Beide heben je ein Gitter, die Steine freigeben. Diese rollen jetzt auf Druckplatten, die euch den Weg zu zwei Schaltern ebnen. Jetzt müsst ihr nur noch die beiden Schalter betätigen und ihr könnt die Kiste öffnen. Ziemlich genau östlich der Aphrodite-Statue findet ihr die 9. epische Truhe, tief unten in dem Erdriss. Um die Barriere zu entfernen, die euch den Weg zur Kiste versperrt, müsst ihr 3 in der Nähe befindliche Schalter betätigen.
Nordöstlich der Aphrodite-Statue, ganz in der Nähe des Gefängnisses des Odysseus, ist die nächste epische Truhe auf einer Plattform an einem Felsen. Rundherum seht ihr Schalen. Geht jetzt eine Ebene höher, entledigt euch der Gegner und seht euch an, welche Feuerschalen dort brennen. Jetzt könnt ihr von der runden Plattform aus die unteren Schalen entfachen und die Kiste öffnen. Etwas weiter nördlich versteckt sich die 11. epische Truhe in einer Erdspalte unter einigen riesigen Wurzeln. Um die Kiste öffnen zu können, müsst ihr 4 in der Nähe befindliche Schalter betätigen, die hinter Barrieren versteckt sind. Entzündet also Feuerschalen und beschwert Druckplatten wie gezeigt, um diese Barrieren zu entfernen und an euren Loot ranzukommen. Habt ihr den Phosphor-Klon noch nicht freigeschaltet, ist gegenüber eine Zielscheibe. Schießt ihr sie ab, öffnet sich das Gitter darunter und ihr legt genug Steine für die Druckplatte frei.
Nordöstlich des Schnellreisepunktes zu Gaias Seele in der Nähe der Brücke wartet die nächste epische Truhe auf euch. Sie ist in einer Unterwasserhöhle und wird von einer Barriere geschützt. Außerdem treiben sich dort auch Gegner herum. Schaltet sie aus und schnappt euch den Stein, der in der Ruine liegt. Mit ihm zerschlagt ihr die bröckelige Wand, die eine Schale versteckt. Entzündet sie mit einem Feuerpfeil. Links unten drunter seht ihr eine zweite Schale. Entzündet auch sie und taucht zur Truhe. Weiter geht es im Nordwesten des Gebiets. Diese Truhe steht in einer Höhle, die von einigen Gegnern bewacht wird. Habt ihr die Gegner erledigt und die Höhle betreten, seht ihr rechts neben der Kiste eine bröckelige Wand. Zertrümmert sie und legt das Gitter frei. Hier seht ihr eine Druckplatte und darüber einen Schacht. Darin befinden sich zwei Blöcke, die auf die Druckplatte müssen. Habt ihr das geschafft, könnt ihr die Kiste öffnen. Noch weiter westlich ist in einen Hügel eine Höhle eingelassen, in der die 14. epische Truhe steht. Der Eingang wird von einigen Gegnern bewacht. Habt ihr sie eliminiert, müsst ihr nur noch genug Material für die große Druckplatte finden, um die Schale vor dem Höhleneingang freizugeben. Und dann mit einem Feuerpfeil zu entzünden. Jetzt kommt ihr an eure Kiste ran.
Für die Druckplatte könnt ihr den Phosphor-Klon zu Hilfe nehmen, wenn ihr ihn denn schon freigeschalten habt. Etwas weiter südlich, wo die Insel mit dem Palast der Aphrodite nah ans Festland reicht, ist eine weitere Ruine mit der nächsten epischen Truhe. Beseitigt die Gegner, die dort auf euch warten, und klettert auf die Plattform, die zwei Säulen verbindet. Stellt euch auf den runden Schalter und entzündet die Feuerschale, die geradeaus am Felsen steht. Damit entfernt ihr eine Barriere, die einen großen Block festhält. Den schiebt ihr jetzt auf die Druckplatte, die sich in einem geheimen Raum unter der Kiste befindet. Jetzt könnt ihr den Loot einsammeln. Die 16. und letzte epische Truhe im Tal des ewigen Frühlings, die ich gefunden habe, befindet sich auf der größeren Insel südlich des Palastes der Aphrodite. Entledigt euch der Gegner und seht euch den Turm rechts der roten Barriere an. Schießt erst auf die Zielscheibe und werft dann genug Steine durch die entstandene Öffnung im Turm, um die Druckplatte am Boden ausreichend zu beschweren und Zugang zur Kiste zu erhalten.
Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. In weiteren Videos kümmere ich mich auch noch um die anderen Truhen und helfe euch auch bei den Rissen und den mythischen Herausforderungen. Außerdem haben wir noch einen ganzen Walkthrough am Laufen und die anderen Gebiete werden auch noch folgen. Wenn ihr weder das noch unsere anderen zahlreichen Projekte verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.